Moin, ich bin's Max und in diesem Monat stelle ich euch die Abteilung Versand vor. Dort war ich insgesamt einen Monat, nämlich im April. Und ich fange jetzt erstmal an zu erzählen, was ich in dieser Abteilung so alles gemacht habe. Im Versand hatte ich drei unterschiedliche Tätigkeitsbereiche. Einmal normal im Versandbüro, dann einmal im Warenein- und im Warenausgang. Eine meiner Hauptaufgaben war die Erfassung von Seriennummern im SAP. Die habe ich dort eingetragen und nachher die Steuerkarten chronologisch in einen Ordner abgeheftet. Dann habe ich mit einer Kollegin zusammen Exportsendungen abgefertigt und Lieferungen in SAP angelegt. Und dann hat sie mir zusätzlich noch die verschiedenen Incoterms erklärt. Die Incoterms sind internationale Handelsbedingungen, die die Rechte und Pflichten zwischen Käufer und Verkäufer regeln. Darunter fallen zum Beispiel die Kosten, die Risikoübertragung, die Zölle oder auch die Verpackung bei einer Transportlieferung. Im Wareneingang habe ich dann mit einem Kollegen zusammen die Pakete, die zu uns geliefert wurden, angenommen, habe diese dann auf Fehler und mögliche Schäden überprüft und dann zum Schluss noch deren Wareneingang gebucht. Beim Warenausgang habe ich unsere verschiedenen Produkte in Pakete verstaut und diese dann auch fertig eingepackt. Das war mein Video über die Versandabteilung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Selber hat es mir im Versand sehr gut gefallen, obwohl ich nur einen Monat da war. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie bitte unten in die Kommentare und bis zum nächsten Monat.